Ich finde das großartig, dass man sich entschlossen hat, die in jedem Bundesland immer dann zu feiern, den Tag der Deutschen Einheit. Und ich bin froh, heute hier zu sein, keine Frage, ja. Wenn Sie zurückdenken, Sie sind ein paar Jahre schon auf dieser Welt und haben auch schon ein paar Tage der Deutschen Einheit erlebt. Ja. Sind Sie zufrieden? Unterm Strich ja, man kann nicht von 100% reden, aber auf einem guten Weg. Und ich finde auch, dass der Tag der Deutschen Einheit auch ein Tag der Herzen sein sollte. Wenn man denkt, wie viel Herzblut in den Beginnen und den Anfängen der Deutschen Einheit steckt, dann sollte man sein, wir sollten froh sein, einen Tag wie Deutsch diesen feiern zu können, dass alle Deutschen in Einigkeit, Recht und Freiheit leben können. Das ist ein großer Tag für mich. Sie sind in West-Berlin geboren und waren ja so ungefähr 10 Jahre wahrscheinlich, als dann die Mauer in Berlin gebaut wurde. Sie haben das leibhaftig miterlebt. Was haben Sie so erlebt von der DDR? Ich habe natürlich über Nacht, weil ich in der Nähe der Mauer gelebt habe, über Nacht eine Menge Freunde verloren. Damals war es schwer, mir das zu erklären, weil ich halt noch sehr jung war. Und ich habe auch nie geglaubt, erleben zu können, dass die Mauer eines Tages nicht mehr da wäre. Und habe als Kind natürlich viel auch Fernsehen der DDR gesehen, einfach weil die sehr gutes Kinderfernsehen angeboten haben. Später habe ich sehr gerne Fernsehen der DDR gesehen, weil sie sehr gute Fernsehspiele gedreht haben. Dinge wie nicht Kleiner Mann, was nun, also Fallerdorfer-Verfilmung oder Sachsens Glanz und Preußens Gloria. Solche Dinge habe ich großartig empfunden und ich habe eine Menge mitbekommen von der Deutschen Demokratischen Republik. Und dann 89, als es soweit war, Tag der Mauerfall. Was haben Sie gemacht an dem Abend? Musik? Ich habe an dem Tag in Berlin gegessen zu Abend. Dann kam irgendeiner reingerannt und hat geschrien, so ist Uff, also ein Berliner Taxifahrer. Ich sagte, wer ist Uff? Der Mauer ist Uff. Okay. Und dann bin ich mit meinen Freunden ins Auto gefahren zur Invalidenstraße und haben da einfach nur Menschen gesehen, die sich im Arm lagen, die Tränen in den Augen hatten und gefeiert haben. Heute ist ein ganz besonderes Konzert. Nicht nur, weil das Konzert heute kostenlos ist für die Menschen, sondern am Tag der Deutschen Einheit. Ja. Haben Sie ganz besondere Lieder dabei? Ja, wir haben unser Programm mit, das ein Teil des Open-Air-Programms ist. Und wir haben kein besonderes Lied dabei. Es gibt kein Lied zur Einheit, außer vielleicht einen Song, den ich seit Jahren singe, der heißt Zuversicht. Das ist etwas, wo ich sage, da sollten wir alle von profitieren, von der Zuversicht eben, miteinander klarzukommen und gemeinsam etwas aufzubauen. Mir fällt ein Lied ein, die Gefühle sind frei. Ist das ein Lied, was heute gespielt wird? Es wird heute nicht gespielt, aber könnte ein Teil dessen sein, haben Sie recht. Ja. Ich habe das 1987 gespielt, als Berlin 750 Jahre feiert. Ich habe damals im Palast der Republik gespielt und habe den Song gesungen und habe dann vorher gesagt, dass als ich damals wohnte in West-Berlin, es ist eigentlich nicht so weit, bis hierher zu fahren. Und dann waren es nur 5 Minuten und dann fingen die Leute an zu jubeln, weil das war wirklich nicht weit. Und obwohl es weit war.